So, ich verlese jetzt den Redebeitrag von Wesh Wuppertal. Gerade in Zeiten von Black Lives Matter und der Thematisierung von rassistischer Polizeigewalt, auch durch die großen Medienhäuser, hören und lesen wir immer wieder davon. Sie sollen nicht vergessen werden, die sogenannten guten Polizisten, jenen, bei denen das Grundgesetz auf dem Nachttisch liegt, anstelle von Sarrazins Deutschland schafft sich ab oder Hitlers Mein Kampf. Diejenigen, die die Gewalt ihrer Kollegen oftmals für überzogen halten, manchmal auch das Risiko eingehen, eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzulegen. Die, die es nicht geil finden, mit ihrem Knüppel auf minderjährige Demonstranten einzuschlagen. Die sich angewidert abwenden, wenn die Kollegen in den gerade frisch geräumten Zimmern junger Menschen triumphal posieren und Selfies schießen. Die Mitleid haben mit dem Kind, das morgens aus dem Schlaf gerissen und in ein fremdes Land abgeschoben wird. Wir bezweifeln nicht, dass es solche Polizisten gibt. Aber was bedeutet das? Schmerzt dein abgebrochener Zahn weniger, wenn du den Knüppel von einem guten Polizisten in die Fresse bekommen hast? Brennt ihr Pfefferspray weniger stark in deinen Augen? Was wäre großartig anders, wenn unsere Freundinnen aus der Liebig 34 von guten Polizisten während einer Pandemie und mit aufkommendem Winter ihr Zuhause genommen worden wäre? Was bedeutet es für das Kind, dessen altes, bekanntes Leben auf einen Schlag vernichtet wird? Viele werden jetzt sagen, aber die können ja nichts dafür, die tun nur ihren Job. Und genau da liegt das Problem. Wenn ihr wirklich gute Menschen seid, dann kündigt endlich, verdammt nochmal. Danke. Natürlich gibt es die, die denken, ich gehe zur BFE, da kann ich Zecken und Kanacken was auf die Schnauze geben, ohne dafür belangt zu werden. Vielleicht kann ich nicht ganz so die Sau rauslassen wie vor 80 Jahren, aber immerhin gibt es die neuen Polizeigesetze. Sowas wie ein Trostpflaster für zu Spätgeborene. Andere denken vielleicht, verbeamtet immer gut, sicherer Job in unsicheren Zeiten. Oder die Polizistin denkt, was ein Kerl kann, kann ich auch. Und manche denken vielleicht wirklich, ich gehe zur Polizei, da kann ich Menschen helfen. Und sie sind tatsächlich auch mal bei einem Unfall zur Stelle, helfen einer alten Dame über die Straße oder erklären freundlich der Touri-Reisegruppe den Weg zum Hauptbahnhof. Aber ist das die eigentliche Aufgabe der Polizei? Um zu verstehen, für was die Polizei eigentlich da ist, wie und warum sie entstanden ist, lohnt ein Blick in die Geschichtsbücher. Im Mittelalter oblag es hierzulande den Landesfürsten für Ruhe und Ordnung in ihren Ländereien zu sorgen. In deren ureigenstem Interesse lag es, ihre Reichtümer zu wahren und die Früchte ihres Eigentums auch ernten zu können. Die Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßväter der heutigen Polizisten und Polizistinnen waren Söldner, angeheuert, um Bauernaufstände gegen den Raub ihrer Lebensgrundlagen niederzuschlagen. Um wiederherzustellen, was man damals wie heute Recht und Ordnung nannte und nennt. Gemeint war das Eigentumsrecht und die herrschende Ordnung der Klassengesellschaft. Mit der Industrialisierung wurde der Fürst durch den Kapitalisten ersetzt und die Aufgabe der Polizei bestand nunmehr darin, Streiks niederzuschlagen. Im Zuge sozialer Kämpfe und der Demokratisierung vieler Staaten sollten verstärkt auch die bestehenden Bürgerrechte von der Staatsgewalt geschützt werden. Auch in Arbeitskämpfen galt nicht unbedingt nur das Recht des Stärkeren, weshalb viele Industriebosse und Großgrundbesitzer auf extralegale Truppen zurückgreifen mussten. Ehrenamtliche Schläger und Meuchler fanden sich zuhauf, die für den Profit der Reichen und im Namen der Nation ihre Klasse verraten und ihre ehemaligen Klassenbrüder und Schwestern ermordet haben. Der aufkommende Faschismus rekrutierte stark unter Vertretern der Exekutive. Rassistische Ideologie war indes schon immer eng mit der DNA der Polizei verwoben. Natürlich aufgrund der unterschiedlichen Historie mit verschiedenen länderspezifischen Ausprägungen. In den Kolonien sollte die kolonisierte Bevölkerung durch Terror von einem Ausstand abgeschreckt werden.
In den USA sollten fliehende Sklaven eingefangen und an die Plantagenbesitzer übergeben werden. Und im Nationalsozialismus war die Polizei ein Baustein in Planung und Durchführung der Shoah. Aber wir können das Geschichtsbuch wieder zuklappen. Nicht, weil sich das Wesen der Polizei geändert hätte, sondern weil es oftmals schon reicht, aus dem Fenster zu sehen, um zu verstehen, für was sie da ist. Da wird deine ältere Nachbarin gerade zwangsgeräumt. Vielleicht von der Polizistin, die ihr gestern noch freundlich über die Straße geholfen hat. Das Recht steht nicht auf der Seite der alten Frau, die vielleicht seit 50 Jahren hier im Kiez lebt, sondern auf der Seite des Immobilienhais, der das Zuhause eines Menschen für eine höhere Rendite vernichtet. Wer behauptet, das wären Einzelfälle, soll mal erklären, wie es möglich ist, dass RWE ganze Dörfer gegen den Willen der Bevölkerung wegbaggern kann, ohne dass dies groß Gehör findet. Während die bürgerlich-reaktionären Boulevardblätter von Enteignung reden und vor Kommunismus warnen, wenn Immobilienkonzerne ihre Häuser an die Städte verkaufen sollen. Nein, liebe Freunde, Enteignung sieht anders aus. Und wir wünschen euch von ganzem Herzen, dass ihr sie in diesem Leben noch einmal miterleben werdet. Damit es nicht so weit kommt, stehen auch heute wieder Menschen in grünen oder blauen Uniformen Gewehr bei Fuß. Sie haben sich entschieden, auf welcher Seite der Barrikade sie stehen wollen. Das ist das Problem. Und wir sagen, natürlich, die Polizisten sind Feinde. Der Typ in der Uniform ist ein Feind und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann pauschalisiert werden.